das sind Merkmale, mit denen man sagen muss, das hat mit einer Demokratie dann nichts mehr zu tun. Wenn man die AKP-Anhänger fragt, dann wird davon gesprochen, dass es ja weltweit viele Präsidialsysteme geben würde, in den USA, in Frankreich und so weiter. Und wenn man auf der Oberfläche bleiben würde, dann ist das auch nicht ganz unwahr. Nach wie vor wäre die Türkei eine formelle Demokratie, eine Präsidialdemokratie, aber man könnte davon sprechen, dass der Wechsel gar nicht so stark ist. Wenn man sich aber das System konkret anschaut und auch anschaut, wer hat welche Macht, dann wird eigentlich sehr schnell sichtbar, dass man eben die Türkei dann nicht mehr mit Frankreich oder USA vergleichen könnte. Es gibt keine Gewaltenteilung, das ist aufgehoben. Es existiert dann auch kein System von konkurrierenden Mächten, die sich gegenseitig kontrollieren können, wie etwa in den USA, sondern der Präsident könnte dann sowohl Gesetze erlassen, das Parlament auflösen, den Ausnahmezustand herbeirufen. Es existieren keine Instanzen, die ihn bei irgendwas hindern könnten. Das Verfassungsgericht würde er zum größten Teil bestücken. Das heißt, er könnte eigentlich schalten und walten, wie er wollte, und das Parlament würde höchstens einmal befragt werden, wenn es darum geht, die Minister, die der Präsident bestimmt, zu bestätigen. Eine andere Funktion hätte das Parlament dann nicht mehr. Das heißt, diese Aufhebung der Gewaltenteilung, das Regieren per Dekret, was dann ebenfalls möglich ist, das sind Merkmale, mit denen man sagen muss, das hat mit einer Demokratie dann nichts mehr zu tun. Der Wahlkampf hat bereits begonnen. Es geht um das Referendum am 16. April, bei der es um die Verfassungsänderung und um das Präsidialsystem geht, damit diese Verfassungsänderung durchgesetzt werden soll. Im Ausland ist es so, dass die Stimmen schon vorher abgegeben werden können, entweder per Briefwahl oder per Wahl in den Konsulaten. Und der Auftritt von Ministerpräsident Yildirim jetzt am Samstag in Oberhausen, da geht es eben darum, diese Stimmen der türkischstämmigen Bevölkerung hierzulande zu mobilisieren, nämlich für ein Ja zum Präsidialsystem. Hintergrund ist, dass die türkischstämmige Bevölkerung hier eine wichtige Stimmenpool ist für die AKP und der Ausgang des Referendums in der Türkei gar nicht so sicher ist. Das heißt, die AKP braucht diese Stimmen und schickt deswegen Yildirim nach Deutschland, damit er hier diese Stimmen für die AKP gewinnen soll. Und wenn man sich die Person Yildirim anschaut, dann ist das so, dass er immer wieder zu solchen recht unangenehmen und schwierigen Aufgaben hingeschickt wird. Also er ist ein sehr loyaler Mitarbeiter Erdogans und der Wahlkampf hier in Deutschland ist sehr, sehr schwierig, weil auch die Kritik an der türkischen Regierung und an Erdogan persönlich sehr stark zugenommen hat. Und da scheint es offensichtlich sinnvoller zu sein, dass man Yildirim vorschickt, damit er hier diese Reden hält, die sonst Erdogan selbst halten würde.